Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre rechnet bis zum Saisonende fest mit seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Spitzenkampf. Gladbach wird sicher da oben bleiben. Sie hatten viele verletzte Spieler und haben trotzdem eine tolle Hinrunde gespielt. Ein oder zwei fitte Spieler mehr können einen großen Unterschied ausmachen, sagte der Schweizer nach dem 2:1-1:1 Erfolg des BVB über den Verfolger zum Hinrundenausklang. Trotz der mit 42 Punkten zweitbesten ersten Saisonhälfte der Dortmunder Bundesliga-Geschichte warnte Favre vor überzogenen Erwartungen an seine Mannschaft, die selbst bei einem Sieg von Meister Bayern München am Samstag gegen Eintracht Frankfurt noch mit komfortablen 6 Punkten Vorsprung in die Winterpause gehen würde. Wir müssen lernen, lernen. Jeden Tag aufs Neue, erklärte der 61-Jährige. Mehr dazu, BVB vs. Gladbach. Die Noten zum Borussen-Duell. Favre verwies dabei auf den niedrigen Altersdurchschnitt seiner Spieler. Sanko, Pulisic, Hakimi oder Zagadou sind zwischen 18 und 20. Sie haben noch viel Potenzial. Wir müssen seriös arbeiten und kleine Fortschritte machen. Das gilt für die ganze Mannschaft.